wieder mal mit Sack und Pack am Bahnhof. Es geht heute zum Honda Motorrad Pressetagen in Erlensee bei Hanau bei Frankfurt. Los geht's! So, Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Wir sind ein bisschen früh dran. Hinter mir wird noch aufgebaut. Die Maschinen werden gerade ausgefahren. Das Wetter sieht gut aus über Hessen. Heute Nacht hat es noch tierisch geregnet, aber die Wetter-Apps sind sich einig, heute wird es trocken und sogar heute Nachmittag sonnig. Das verspricht schon mal viel. Die Honda Akademie verfügt nicht nur über Schulungs- und Präsentationsräume, sondern auch über eine Fahrdynamikfläche, die wir heute auch in Beschlag nehmen werden. Eine Stunde bin ich jetzt mit der Honda Goldwing hier durch Hanau und Umgebung gefahren und so mein erster Eindruck, nachdem man mal drauf saß und sich daran gewöhnt hat, an die Dimension, an das Gewicht, ist es schon beeindruckend. Es ist auf jeden Fall so eine Yacht für die Landstraße. Es fühlt sich so an, es ist groß, es ist luxuriös, es hat 1000 Knöpfchen, zeige ich euch gleich. Der Sechszylinder-Motor schiebt richtig unten raus, auch wenn man jetzt eben im Sportmodus unterwegs war, ich es gemacht habe, da geht richtig richtig bullig die Kraft unten raus, aber du merkst ja, du bewegst da 350 Kilo Masse. Gerade wenn man es noch nicht so gewohnt ist bei den engeren Landstraßenkurven, da bin ich doch etwas reserviert reingegangen, weil ich noch nicht wusste, wie schiebt sie, wie drückt sie, aber es ist so, ja, wie beim Schiff, Länge läuft, Masse sitzt tief, ist ein sehr, sehr beeindruckendes Motorrad. Ist, glaube ich, nichts fürs enge Kurvenwedeln in den Alpen, aber so lange Strecken cruisen kann man mit dem auf jeden Fall. Gerade der eine Kollege hielt gerade an und meinte, da würde es sie zu Hause nehmen. Und ich sagte, ja gut, wenn ich jetzt mit dem von Frankfurt nach Berlin fahren müsste, wäre das meine erste Wahl, weil lange Strecke mit dem Motorrad kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin jetzt die Version ohne DSG-Getriebe gefahren, also hier kann ich mit Schalter. Das war erstmal anfangs. Muss ich erstmal gucken, welches Knöpfchen muss ich drücken, um loszufahren, aber es ist schon sehr beeindruckend, die Vielfalt, die man hier so hat. Es war Radio laut leise, Scheibe rauf runter, habe ich euch gezeigt. Rückwärtsgang habe ich vorhin auch schon gebraucht an der Tankstelle, wo ich vorwärts eingeparkt hatte, muss man sich auch erstmal überlegen. Das ganze Thema Infotainment hier, die Modi kann ich hier anwählen, ich bin jetzt im Sportmodus unterwegs. Muss noch die anderen Modi mal ein bisschen vergleichen. Tempomat gibt es auch. Alles, was das Herz sich so begehrt. Sehr beeindruckend fand ich die Federung. Die konnte man vorher bei der Arbeit so ein bisschen zusehen. Da habe ich jetzt vorhin auch gefilmt, wie die hier schön auch die ganzen unebenen Landstraßen glatt bügelt. Das ist schon ganz beeindruckend. Kleiner Walkaround hier. Die Gepäckfächer hinten sind hier mit einem kleinen Knopf zu öffnen. Bedienungsanleitung auch dabei. Ist innen etwas zerklüfteter, als es von außen aussieht, aber ich glaube, für so eine mittlere, größere Tagestour kriegt man da alles rein. Ob ein Integral reinpasst, muss ich noch ausprobieren. Schauen wir dann mal. Auch in der Farbe ist sie schon eine sehr gediegene Erscheinung, finde ich. Aber ist halt echt ein großes Mädchen. Machen wir uns nichts vor. Achso, ja, Keyless Go hat es auch. Einfach den Schlüssel hier im Fach lassen oder in die Jacke tragen und auf Start drücken. Die Frontscheibe elektrisch verstellbar. Ist jetzt in der höchsten Position. Mir zieht es immer noch ein bisschen am Helm bei meiner Sitzgröße hier. Das könnte von mir aus noch ein bisschen höher sein auf längeren Touren. Aber das ist wahrscheinlich meiner Körpergröße geschuldet. Sonne kommt raus. Ich mache langsam zurück und hole die nächste Maschine ab. Bis später.
So, die CBs sind gerade alle weg. Dann nehme ich mir doch als nächstes eine FLK Twin. Und zwar die Adventure Sports. Kann man ja mal machen, ne? Maschine des Tages, die Honda Africa Twin Adventure Sports. Hier in der Tricolor-Lackierung sieht die wirklich sehr hübsch aus. Man merkt zum Vergleich zum normalen Motor natürlich, der Tank baut schon ein bisschen breiter, bringt natürlich auch mehr Spritkapazitäten für die lange Tour mit. Mein erster Eindruck beim Aufsteigen, hui, ist die hoch. Also auch im Vergleich zur alten hat sie deutlich mehr Federweg. Bei der alten kam ich halt etwas raus, hier bis ich schon, wenn ich drauf sitze, auf der sehr schönen geraden Sitzbank, schon mit so mit Tippelschrittchen auf dem Boden, dass ich dann mit beiden Beinen auf dem Boden stehen kann. Dann hier die DCT-Variante erstmal angelassen und sie klingt deutlich lauter, zumindest in meiner Erinnerung, als das Vorgängermodell, haben aber auch andere Tester schon bescheinigt, dass hier deutlich mehr Sound zu haben ist, trotz Euro 4. Was ist noch neu? Das Display ist auf jeden Fall besser geworden im Vergleich zur alten. Hier ist ein Voll-LCD-Farbdisplay. Ich zeige es mal ganz schnell, dass hier spiegelt es ein bisschen, aber deutlich besser ablesbar ist als das alte, finde ich. Man kann hier auch durch verschiedenste die Modi durchgehen, auch die einzelnen Einstellungen hier durchgehen. Alles hier von den Handschaltern hier sehr einfach zu begreifen, sehr einfach zu bedienen. Hier auch entsprechend hier die DCT-Getriebe, die verschiedenen Einstellungen. Sehr aufgeräumtes Cockpit. Auch hier 12 Volt Anschluss für die große Tour fürs Navi, immer sehr wichtig. ABS abschaltbar fürs Gelände, auch sehr wichtig. Ansonsten mit den Standardkoffern schon gut gerüstet von der Kapazität her. Da geht schon das Gepäck für die ganze Tour rein. Der Helm passt auch problemlos. Klappe zu, Helm drin. Also hier auch genug Stauraum für unterwegs. Sehr großes Motorschutzblech unten, aber auch hier von der Optik her finde ich eine 1. So, ich muss sagen, die Africa Twin in der Adventure Sports Variante gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe auch mal einen Frieden mit dem DCT-Getriebe gemacht. Ich bin gerade eine kleine Passage im Schotter gefahren, im Stehen, und wenn du da entsprechend die linke Hand frei hast und am linken Fuß nichts machen musst und einfach nur am Handschalter einen Gang runter oder rauf machen kannst, ist es schon sehr, sehr komfortabel. Gerade für so einen mäßig begabten Offroad-Fahrer wie mich ist es schon eine deutliche Erleichterung. Und auch jetzt so im Straßenverkehr selber, wenn es ein bisschen knackiger gehen soll, klackst du einfach einen Gang runter am Schalthebel, das geht relativ zügig. Ansonsten ist sie von den Grundeinstellungen sehr komod zu fahren, auch wenn du jetzt gerade ein bisschen forscher fährst in die Kurven rein, schalte gut runter und gibt einem gutes Feedback. Ich bin soweit wirklich sehr zufrieden. Also würde ich ein Ich fahre um die Welt Moped brauchen, ist das hier sehr eng, in der engeren Wahl. Nur wegen von der Optik her ist es toll, Fahrbarkeit ist super und der Motor ist richtig schön bassig. Das macht richtig Spaß mit der neuen Auspuffanlage, das Ding zu fahren. Das grummelt, das klingt wirklich, wirklich kernig. Habe ich Spaß dran. Ich fahre noch eine Runde.